Es ist eine ganz besondere Veranstaltung, hat sehr stark mit Pfadfinder zu tun, aber auch mit Sammeln. Was geht es da eigentlich? Also wir veranstalten jetzt in Wien das Weltsammlertreffen, sowohl für die Pfadfinder-Briefmarkensammler als auch für die Pfadfinder-Abzeichensammler. Und es sind jetzt in den letzten Tagen hier im Jufa-Hotel haben wir einige Tauschtische, Ausstellungsmöglichkeiten geboten. Wir haben ca. 180 Teilnehmer aus 24 Nationen von der ganzen Welt, von Amerika angefangen bis alle europäischen Nationen, ein bisschen Asien, Afrika ist dabei, Nordafrika. Die sind also alle nach Wien gekommen mit ihren Schätzen, die sie hier also versuchen zu vervollständigen. Und das ist ein ziemlich breites Programm in den 4 Tagen, habe ich gesehen, also ein ziemlich dicht gedrängtes Programm. Ne? Natürlich muss auch das Rahmenprogramm stimmen, das heißt, untertags wird getauscht. Gestern am Abend waren wir beim Heurigen, und zwar bei einem typischen Heurigen in Oberlau unten, also nicht einen Touristenheurigen haben wir gewählt, um ganz bewusst unseren sowohl ausländischen, aber auch inländischen Gästen von anderen Bundesländern einmal zu zeigen, wie es in Wien für einen Wiener zugeht und nicht nur für einen Touristen. Wir werden heute am Abend den Galadiner haben. Wir besuchen natürlich das Pfadfindermuseum im 15. Bezirk. Es gibt Stadtrundgänge für die Teilnehmer. Es gab die üblichen Sitzungen, die selbst die Vereine dann für sich veranstalten. Der Weltverband der Briefmarken, Pfadfinder Briefmarkensammler beispielsweise, hatte gestern sein Treffen mit Neuwahl. Das ist das normale Rahmenprogramm, das einfach für einen Kongress in Wien notwendig ist. Ich glaube, gestern hat es das Hauptpostamt oder das Postamt gegeben da im Haus. Also wir hatten gestern 2 Sachen, vor allem für die Briefmarkensammler. Wir hatten am Vormittag eine Sonderpostbeförderung, auch was ganz was Besonderes. Es gab im 15. Bezirk ein sogenanntes Annahmepostamt, dort konnten Belege abgegeben werden. Das sind also normale Briefe oder Karten. Und die wurden dann mit einem Leiterwagen und mit der U-Bahn von ganz kleinen Pfadfinderinnen und Pfadfindern, also Wichtlern und Wölflingern, durch Wien transportiert und hier wieder bei einem Postamt, das also abgegeben wurde, abgegeben. Der Postsack war versiegelt von der Post, also eine hochoffizielle Beförderung, die vor allem für Sammler da ist und die suchen das. Das sind also eigene Belege, die also dann in vielen Sammlungen eben aufgehoben werden. Und am Nachmittag hat es dann hier gegeben ein ganz normales, unter Anführungszeichen, Sonderpostamt, wo ein Sonderstempel verteilt wurde. Wunderbar, dann sage ich schon recht herzlichen Dank. Gerne. Da geht es alles rund um die Pfadfinder. Jetzt meine Frage an einen Philatelisten, sogar einen der obersten von Österreich. Was hat die Marke mit den Pfadfindern zu tun? Ja, also man sollte überhaupt sagen, für alle wichtigen Sachen an Briefmarken. Wenn man ein Briefmarkenalbum aufschlägt, dann ist es ein Geschichtsbuch eines Landes, normal. Oder natürlich auch sachlich bezogen, gibt es Pfadfinderbriefmarken auf der ganzen Welt, kann man sammeln. Und eines ist, die Pfadfinderei ist, möchte ich sagen, eine eigene Friedensbewegung. Und ebenso ist es, sind es die Philatelisten, ganz egal, welche Hautfarbe und welchen Kontinent sie haben, sie sind sich immer einig, wenn sie Briefmarken tauschen. Kann man jetzt sagen, dass die Philatelie zurückgegangen ist? Oder? Ja, es geht schon ein bisschen zurück, ja. Aber es ist nicht so arg, als man glaubt immer. Die meisten glauben, es ist viel ärger, aber es ist auch die Jugend zu begeistern. Also in Österreich haben wir einige Projekte, wo wir in Schulen arbeiten und wir haben dort durchaus Erfolg. Also auch die Jugend lässt sich durch Briefmarken begeistern. Und so wie Sie gerade am Anfang gesagt haben, so ein paar Quadratmillimeter Papier sagen sehr viel aus. Ja, das ist, erstens sagt es viel aus und das ist die Aktie des kleinen Mannes, hat einmal 100 Wasser gesagt, der selbst Briefmarken produziert hat oder gemalt hat. Und das ist eine ewige Erinnerung, wenn man sowas hat, vor allem von einem besonderen Ereignis. Dann sage ich schon recht herzlichen Dank und viel Erfolg weiterhin für die Zukunft. Vielen Dank. Ich bin in Pension gegangen, dort gibt es dieses Bier. Alles klar, in der Gumpendorfer Straße. Ja, vom Arik Brauer, das Bauerntreu.